Das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Lengsfeld, ich finde schon, das, was Sie gerade gesagt haben, es geht schon ein wenig am Thema vorbei. Wenn Sie das, was Sie gerade ausführen, auch in Form eines Antrags hier einbringen wollen, können Sie das machen. Heute geht es um die Geschichte der NS-Aufarbeitung des Bundeskanzleramtes und darüber reden wir hier. Und morgen Vormittag kommen wir hier im Bundestag zusammen, um gemeinsam zu gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren und an die Befreiung von Menschen vom menschenverachtenden System der Nazi-Gewaltherrschaft. Und genau darum geht es dabei. Wir tragen Verantwortung für unsere Vergangenheit und wir tragen Verantwortung für die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Das bedeutet auch, dass wir uns aktiv und kritisch mit unserer deutschen Geschichte auseinandersetzen und diese systematisch und schonungslos aufarbeiten müssen, Herr Lengsfeld. Und das ist der Fokus, den wir heute hier drauf werfen. Und das gilt neben privaten Institutionen und Unternehmen, insbesondere auch für die NS-Vergangenheit der Ministerien und der Behörden des Bundes. Ihre Aufarbeitung steckt auch 70 Jahre nach Kriegsende in den Kinderschuhen. Und weil wir nachgefragt haben in der Kleinen Anfrage, liegen diese Antworten heute auf dem Tisch, aus denen Sie zitiert haben. Und Sie haben auch nicht zitiert, dass das Bundeskanzleramt was gemacht hat. Die haben nämlich noch nichts gemacht. Das haben Sie nämlich an dieser Stelle ganz klar hervorgebracht. Und unter Rot-Grün hat 2005 der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer ein Forschungsprojekt zur NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes in Auftrag gegeben. Und damit wurde ein längst überfälliger Schritt in Richtung Aufarbeitung gemacht. Und Fischer musste damals gegen erheblichen Widerstand angehen. Wichtig war aber, dass so eine gesellschaftliche Debatte in Gang kam. Der 2010 veröffentlichte Abschlussbericht »Das Amt und die Vergangenheit« entlarvte dabei eine lange aufrechterhaltene Legende. Das Auswärtige Amt war keinesfalls ein Hort des Widerstandes. Nein, es war tief verstrickt in die Verbrechen der Nationalsozialisten. Es hat NS-Verbrechen nach außen gedeckt und es war aktiv an ihnen beteiligt. Nur wenige Diplomaten und Mitarbeiter wurden zur Rechenschaft gezogen und viele haben ihre Karrieren nach dem Krieg fortgesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt, wie wichtig Untersuchungen zu personellen und sachlichen Kontinuitäten auch in anderen Bundesministerien und Behörden in der Nachkriegszeit sind. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Klärung der Frage, warum nationalsozialistische und rassistische Einstellungen auch heute noch in unserer Gesellschaft bis weit in die Mitte hinein verbreitet sind. Und genau deshalb haben wir uns als Grüne Bundestagsfraktion in den letzten Jahren mit zahlreichen kleinen Anfragen und Anträgen dafür eingesetzt, dass die nach wie vor stockende Aufarbeitung vorangetrieben wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, es steht in Ihrem Koalitionsvertrag, die Bundesregierung hat es groß angekündigt, die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Ministerien und Bundesbehörden voranzutreiben. Und die Frage ist, wo stehen Sie damit? Bis heute haben bei weitem nicht alle Bundesministerien ihre Vergangenheit im Dritten Reich und in der Nachkriegszeit beleuchtet. Einige haben, wie gesagt, noch nicht einmal damit begonnen. Aber dass auch das Bundeskanzleramt, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich bis heute davor drückt, seine Geschichte von einer Historikerkommission aufarbeiten zu lassen, das muss ich sagen, das ist wirklich eigentlich skandalös. Fadenscheinige Begründungen, historische Forschung sei grundsätzlich Aufgabe der Wissenschaft oder Akteneinsicht beim Bundesarchiv könne zu Forschungszwecken ermöglicht werden, das ist doch bitte kein verantwortungsvoller Umgang mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Und es reicht auch nicht aus, auf die Aufarbeitung der Vergangenheit des BND zu verweisen. Ich sage ganz klar, das Kanzleramt darf sich nicht länger um eine ehrliche Antwort über seine Vergangenheit und die eigene historische Verantwortung drücken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion Die Linke verweist in ihrem Antrag zu Recht darauf, dass eine ernst gemeinte wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen ohne eine Untersuchung der Rolle des Bundeskanzleramtes nicht sinnvoll ist. Das ist richtig, aber das alleine reicht nicht aus. Da muss mehr passieren. Statt eines Flickenteppichs von einzelnen Untersuchungen brauchen wir eine koordinierte Aufarbeitung der Geschichte aller Bundesministerien und Behörden. Dort, wo es bereits Vorstudien gibt, dürfen sie nicht länger unbearbeitet liegen bleiben. Zum Beispiel im Landwirtschaftsministerium, damals von Renate Künast in Auftrag gegeben, liegen Voruntersuchungen, die werden jetzt nicht weiter bearbeitet. Da müssen weitere Forschungsarbeiten folgen, auch
über die Nachkriegszeit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss vor allem sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit bei der Aufarbeitung der NS-Zeit aktiv einbezogen wird. Das muss auch Teil politischer Bildungsarbeit werden. Deshalb sollten Untersuchungsergebnisse aufgearbeitet und zugänglich gemacht werden, gerade auch für junge Menschen, beispielsweise in Form einer Dauerausstellung oder in einem digitalen Format. Denn eine umfassende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ist nicht nur wichtig für das Verstehen von Kontinuitäten der Gegenwart, sondern vor allem auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Zukunft unserer Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Martin Dörrmann für die SPD.